Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Game und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben Chippenham hier überfallen. Wir wollten eigentlich König Alfred stellen, aber der hat uns mal wieder ausgetrickst. Richtig mies. Wie schon so häufig halt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob Roder hier, da bin ich ja beim letzten Mal gestorben, ob der hier irgendwie klarkommt. Oh, was geht denn hier ab? Okay, das sind einfach ein bisschen viele hier. Broder, what can I do? Öffne das Tor. So, jetzt müssen wir Broder hier mal helfen, irgendwie ein bisschen befürchtet. Die Waffe hier werfen? Nein. Okay, der ist erledigt. Da hinten ist noch einer. Waren das alle? Nee, der hier noch, ne? Falsche Richtung hier. So, wir sind noch ein paar, die wir noch erledigen müssen. Ja, das Krasse ist, ne? Das hier ist jetzt meine. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. Das war jetzt mein fünfter Versuch. Aber nicht, weil ich immer gescheitert bin, sondern weil das Spiel immer abgestürzt ist. Und jetzt habe ich dieses Ubi Connect hier, diesen Client, einfach mal ins in den Offline-Modus versetzt. Und jetzt funktioniert es. Ne? Ich habe vorher alles probiert. Irgendwie Admin-Modus für OBS ein, aus irgendwie. Das hatte ich halt letztens umgeschaltet. Ich weiß nicht, ob... Ist dein Ernst? Ob das jetzt da irgendwas geholfen hat oder nicht. Achso, ich soll es denn runterschießen, ne? Ja, klar. Ups. Aber wo ist denn dann der Schlüssel hin? Ja. Okay. Hab neu gestartet und alles und jetzt war es wirklich. Einfach hier einmal offline gehen und dann scheint es hier zu funktionieren. So, und jetzt müssen wir wieder ganz nach da drüben hin. Sammle dich mit deinen Verbündeten. Dann machen wir das doch mal. Hi. Das sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viele. Die scheinen auch nachzuwachsen. Nur
Ich wollte hier ja genau diese Waffe werfen, aber nicht auf dich, sondern hier auf den anderen eigentlich. Oh, hier Waffe werfen, Waffe. Nein, nicht Waffe werfen, okay. These gangs defy our God and King! Jetzt Waffe werfen, ja, jetzt Waffe werfen. Und dann einmal draufstampfen, nochmal zuhauen. Oh. Not on this Christ mess! Stand true! God protects us on his day of feast! You're dead! Ah, ich wollte doch nur die Waffe werfen. Was soll ich denn jetzt machen eigentlich gerade? Besiege die Sachsen alle? Ja. You will not rout us, interlopers! Not on this Christ mass! Guck mal, da kann ich noch ein bisschen Beeren essen. Enten höre ich noch Schlachtenlärm her. The last of the Saxons are fleeing. The battle is won. That's it! They are fleeing! Puh, das war anstrengend mit den ganzen Crashes. Wäre geil, wenn ich Spiel jetzt speichern könnte. They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Guthrum Jarl, we're not without losses. Some of them grave. Their king is fled. His patsy struck down. Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here. Guthrum, hear me. Soma is. She's gone. Und Alfred ist nicht geflohen. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and she's the better for it. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? I must speak to those still living. Hä? fragt mich einfach nicht. Löfene. Gods, I did not know. Is he... Hush. What good can words do, Havor? Keep to silence. He is gone. For what days I was given to spend with you. For each breath that carried your sweet whispers. I give thanks. No more. Your fingers in my hair. No more your arms around my waist. The days will be cold hereafter. All color dimmed. Goodbye, my only. My heart ends with you. What is left will go on.
Oof. Oha. Your first battle, Ellerich. You fought well and with honor. Is this the glory you deign seek? You can keep it. I saw Hunwald die, the light dim in his eyes. That could have been me. You will never be the same, but you'll be stronger for it. I have wasted so much time in pouting like a child. No more, Eivor. No more. Na, das ist doch mal eine Ansage. Aber wir haben echt krasse Verluste erlitten. Do you think there will come a day when winning will not be enough? Well, you can always fight with me if you want to taste crushing and loin-soiling defeat. My very presence would make that impossible. Enjoy this victory, Eivor, wherever it brings you. Only a coward thinks he'll live forever. Erke, you wear a furrowed brow. Stowe is taking matters hard. You know how sensitive he is. A man of faith and stout morals. Small wonder he's tormented. His support for you has taxed him hard. I will take him back to London. Maybe he will find some comfort there. You are his comfort, Erke. Not the city watch. He is in good hands. My thanks, Stowe. You came to my aid when you were free to turn away. And still, it breaks my heart to look upon what we've done today. Was it the right choice? I do not know. But it is done now. If Alfred had his way, there would never be friendship between Norse and Saxon. You fought for peace. Be proud of that. I wish I could. And in time, perhaps I will. Phew. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Kämpfen wir für die richtige Sache? Oder sind wir einfach nur irgendwelche Eroberer? You're not injured, Tefter. Bruises, that is all. I've taken the Lord into my heart, and he watched over my sorry bones. Those who fell sit beside him now. And what of my heathen friends? I used to believe in damnation for all who turned from his light. But there is a wondrous communion in friendship honored. Even though your godson preaches peace. And we shall do that, Christians and pagans, side by side. Never persecuted. Your Christ would smile at that, I think. Your Freya would too. Mhm. Religiöser, kultureller Austausch hier. Nice. He shall come to judge the living and the dead. Deolav, Giedrich, there's a solemn air about you. To disturb such holy revels with blood and murder. I fear God may never forgive me for this. Had your God taken Alfred's side, we would not have won. So it may be that you did his work after all. Alfred still lives. And now I am twice his enemy. Give me one more fight, and I will gladly make it a third. He is defanged and a little threat to us now. That slippery eel may yet surprise you. Atonement is a long and lonely path, and I must soon leave to take my first steps upon it. Your debts to me are paid. I wish you well on your journeys. So, dann schauen wir mal. Ach, der Aussichtspunkt ist ganz da hinten. Ich glaube, mehr Verbündete, mit denen ich irgendwie reden könnte, habe ich nicht, oder? Nochmal hier reinschauen. Gibt es ein bisschen Essen zumindest. Und auch was zum Lesen. Eine staubige Schriftrolle. Dieses Pferd lebt unter dem Hügel nahe des Flusses bei Offentun und erscheint aus dem Nebel beim Fest des heiligen Gudlag, um die zu bestrafen, die nicht fromm genug sind. Die weiße Gestalt ist der Kanal für seine dämmerige Wiedergeburt. Es nähert sich von den Geistern der Alten, bis es an seinen Ort zurückkehrt. Wenn du daneben schläfst, wird dein drittgeborenes Kind ein Horn tragen. Der Honig aus diesen Landen ist blutgefärbt, wenn das Pferd wird. Seid wachsam. Junge Männer werden zu Steinen in seiner Gegenwart und schöne junge Frauen verlieren ihr Haar, wenn das Pferd sie anwehrt.
Der Vernehmer des Vians von Offentun, nahe des Hügels mit Blick auf die große Schwanenstraße. Ja, okay, ja, der hat wirklich ein paar Mal Vian zu oft vernommen, glaube ich. Da habe ich noch irgendjemanden, mit dem ich reden können soll. Vielleicht immer noch nicht für eine komplette Mahlzeit. Ach da, hinterm Baum hat er sich versteckt. Ja, großartig versteckt. It is Oder? Done, Brodeur. You fought well. I saw him, Eivor. In my darkest moment, Brodeur stood beside me. And all was as it used to be. And then the battle ended. I feel him no longer. There will be other battles. Aye. And there you'll find me, Eivor. In amongst the blood and death. Brodeur at my shoulder. Until the Valkyries claim me. You have given me more than I would ever have asked for. How will I repay it? Keep him in your thoughts. For when a man is mourned, his deeds cheered and his songs sung, he cannot die. Wünschen die sich zumindest alle. Ja, und viel mehr Hoffnung haben die ja eigentlich auch nicht, ne, bei dem Lebensstil. So, ich schaue nochmal, aber ich denke, ja, wir dürften hier mit allen gesprochen haben. Wenn ich noch so einen Bärenbusch finden würde, oder hier so einen, so einen Topf, um meine letzte Mahlzeit noch aufzufüllen, wäre das super. My heart is heavy. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Ja. Yes, there is nothing more to say. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died. And now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jalskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now till the end of days. And to your warrior, husband, and friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his god welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead. Our fallen warriors. And speed them to their end.
Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I have made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it. A plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Ah, was mit König Alfred? Ja, da wird das Spiel hier echt nochmal sehr tiefgründig. Und außerdem dieses Wetter, ne? Es ist Weihnachten in Südengland und es ist so ein geiles Wetter draußen. Ah, ich weiß nicht. Ja, der Lagebericht zu Hamptonshire. Da steht ja schon an, wir haben Alfred nicht besiegt. Wir werden uns dann natürlich noch Ruhe umschauen, bevor wir zurückkehren. Werden gucken, dass wir den Orden irgendwie noch auslöschen, auf jeden Fall. Die Schreine zählen hier nicht mehr zu den Rätseln. Das ist schon mal gut, dann können wir die nämlich so ein bisschen ignorieren. Vielleicht wollen wir als nächstes dorthin. So, schauen wir in die Fertigkeiten rein. Irgendwo gibt es ja vielleicht noch was. Habe ich das schon? Starte ich jeden Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Ich weiß nicht genau, ob wir dann eins zusätzlich bekommen, immer am Kampf anfangen oder... keine Ahnung. Hier gibt es Gift, das brauchen wir nicht so wirklich. Dann schauen wir erstmal den roten Baum an, ob wir da schon komplett durch sind. Leichter Bogen interessiert uns ja auch nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich mit dem roten Baum sind wir komplett durch. Guck mal, hier ein mächtiger Ruderschlag. Oh, was ist denn das hier? Um dich etwas zu heilen. Bei unter einem Drittel. Ja, okay, das bringt natürlich nichts. Nehmen wir das hier einfach mit. Ach, und dann haben wir hier unten noch eine ganze Ecke. In diesem blauen Baum, den wir noch gar nicht irgendwie gedingst haben. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir da noch ein bisschen was zu tun. Hier, das meine ich, ne? Ist richtig krass gutes Wetter. Die Bäume sind noch absolut grün und ja, Weihnachten in Südengland würde ich mir halt genau so vorstellen.
Selbstverständlich. So, da schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen. Ich werde vorher schnell speichern. Weil das Spiel, wie gesagt, ist mir heute 5-6 Mal abgestürzt irgendwie. Ich bin überrascht, dass es jetzt so stabil lief durch den Kampf. Irgendwie scheint da... schnell speichern, ah doch, da ist es. Mit dem letzten Patch irgendwas passiert zu sein. Ich habe mal im Internet geguckt, bis ich halt auf diesen Hinweis gekommen bin, mit den da einfach offline zu gehen. Das ist Ubi Connect. Und ganz schön viele Leute scheinen das Problem zu haben. Und das zieht sich ja schon seit Beginn des Spiels eigentlich durch, ne? Dass es eigentlich ständig abstürzt. Und das ist natürlich richtig, richtig ungeil. Und das ist der erste von diesen drei neueren Teilen jetzt, ne, mit Origins, Odyssey und dann hier Valhalla, wo ich Bock habe, mir mein DLC zu kaufen, das Irland-DLC, weil das halt echt gut sein soll. Und dann läuft das Spiel so instabil, dass ich da halt echt drüber nachdenke, das einfach bleiben zu lassen, weil ich befürchte, dass ich gar keinen Spaß dran haben werde, wenn es dann halt andauernd abstürzt. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Na, da, keine Ahnung. Tut sich Ubisoft auf jeden Fall keinen Gefallen damit, dass sie das halt nicht in den Griff bekommen. Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ne? Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich das Spiel nicht kaufe, sondern dass ich einfach glaube, nach allem, was ich so sehe, lese im Internet, wenn ich da auf Fehlerbehebungssuche gehe, dass ich halt tatsächlich nicht der Einzige bin. Und das ist schon bitter auf jeden Fall. Wenn Ubisoft jetzt irgendwie eine kleine Firma wäre, ne, wo, keine Ahnung, halt, lass es 15 Leute sein, die da an dem Spiel werkeln, ja, dann wäre das irgendwie verzeihlich, ne, verständlich irgendwo, aber bei so einer großen Firma und bei Ubisoft wird an Assassin's Creed garantiert nicht das kleinste Entwicklerteam sitzen. So, renne ich jetzt hier von diesem blauen Dings wieder weg? Ach, guck mal. Ja, das ist ja cool. Wir haben hier gleich noch so ein Grab gefunden. Auch schaffen wir das heute überhaupt noch? Das sehen wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Und diese gelben Punkte, die ich mir markiert habe, ne, die gehören wahrscheinlich dazu irgendwie. Wisst ihr was? Dann mache ich die Folge heute ein ganz kleines bisschen kürzer. Wie gesagt, ich saß jetzt hier ewig dran. Locker über eine Stunde, das aufzunehmen. Wahrscheinlich eher anderthalb mit den ganzen Crashes. Dann mache ich hier heute einfach Schluss und wir kümmern uns beim nächsten Mal in aller Ruhe hier um diesen, wer ist es, der Schatz Britanniens oder sowas. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.